Willst auch du mit Freude und Vertrauen durchs Leben gehen? Dann lass unsere Erfahrungen und Erkenntnisse und Magic Moments aus unserem Leben und Berufsalltag. Wir laden dich ein, mit unseren erfrischend ehrlichen Geschichten voller Vertrauen den Blick nach innen zu richten. Hallo zusammen! Mein Name ist Manuela Krab. Und ich bin Claudia Scherer. Ein Teil von deiner Arbeit geht um Kündigungen. Und wen genau tust du damit unterstützen? Ja, tatsächlich, es ist so, ich tue mich engagieren, dass wenn kündigen, dann fair. Und ich richte mich an Führungskräfte oder an Vorgesetzte. Das hat damit zu tun, dass ich sehr lange HR-Leiterin war und auch Unternehmerin. Also ich habe auch immer selber Teams geführt oder führe immer noch. Und habe einfach gemerkt, es gibt Situationen, wo es zu Kündigungen kommt und dass es dann extrem wichtig ist, dass es fair ist. Und ich habe immer das Feedback bekommen, dass ich dort sehr gut und wertvoll kann unterstützen oder unterstützt habe jetzt in meiner Tätigkeit eben als HR-Leiterin. Und darum habe ich mich jetzt in der Selbstständigkeit auf das Thema fokussiert und habe auch zum Beispiel 7 Schritte dafür entwickelt, wo man eben wie als Checkliste kann haben als Führungskraft, wo man sich daran kann halten und dann eben fair ist, oder wenn man, ja, wenn man nach dem vorgeht. Und also wie findet man dich dann? Also mittlerweile findet man mich am einfachsten übers Netz. Also das heisst, ich bin sehr aktiv auf LinkedIn und auf YouTube mit den Informationen zu dem Thema und habe auch eine Website, wo man mich finden kann. Ja. Und das heisst, da kommt ein Arbeitgeber zu dir und sagt, ich muss jetzt leider jemandem künden. Kannst du mir Unterstützung geben? Also wie geht denn das genau? Ja, also es ist so, ich halte vor allem Vorträge zum Thema. Das heisst, wenn man sich innerhalb von der Führung für das Thema interessiert, ja, dann kommen Arbeitgeber auf mich zu oder auch, also jetzt zum Beispiel gerade aktuell, Rechtsanwälte, die zu dem Thema Vorträge machen. Und die hat mich jetzt eingeladen, dass ich aus Führungs- und HR-Sicht eben zum Thema Inputs gebe und sie dann aus Arbeitsrechtssicht. Und auf der anderen Seite könnte es aber auch Arbeitgeber sein, die zum Beispiel eine Kaderveranstaltung haben und wenn einen Input hat zu dem spezifischen Thema oder ich bin auch sonst an Events eingeladen, wo andere Führungskräfte sind oder KMUs vor allem auch Unternehmer sind, wo an dem Thema interessiert sind. Also es ist ganz ganze Palette von unterschiedlichen Möglichkeiten. Du unterstützt auch die Menschen, dass sie können mit ihren eigenen Gedanken und Emotionen umgehen dabei. Ja, genau. Also, oder wenn man von einer Kündigung redet, dann sind ja immer ganz viele Menschen betroffen. Also natürlich die Person, die Kündigung überkommt, aber auch die Person, die Kündigung aussprechen muss. Und das Umfeld, das Arbeitsumfeld, Teamkollegen, Vorgesetzte und natürlich auch das private Umfeld oder von der Person, die Kündigung überkommt. Also es ist extrem vernetzt, das Thema. Und der Fokus ist in der Regel auf der Person, die Kündigung überkommt, was auch völlig okay ist. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Aber man darf nicht vergessen, ich kenne persönlich keine Führungskraft, die am Morgen aufsteht und sagt so, jawohl, jetzt gehe ich mal richtig loskündigen und setze da einen auf die Straße. Das gibt's nicht. Also das wäre total krank. Die Idee von jeder Führungskraft ist, erfolgreich zu sein mit Teams, Spass zu haben, sinnvolle Arbeit zu machen. Und ja, und wenn es dann eben zu so einer Situation kommt, ist das ein Extremfall. Kann bis zu einer Krisensituation sein. Eben auch für die Person, die es ausspricht. Weil in der Regel hat man ja auch eine Geschichte miteinander, man hat vielleicht sogar die Person eingestellt, man hat eine Beziehung aufgebaut, ein Vertrauensverhältnis auch, zum Teil über Jahre. Und plötzlich
kommt es zu der Trennung. Und das aussprechen ist eine riesige Herausforderung. Und ich habe wirklich viel erlebt, auch erfahrene Manager oder sogar Geschäftsleiter, die wirklich Mühe hatten, das auszusprechen, die schlaflose Nächte hatten, die mit sich gehadert haben und auch nach der Kündigung wirklich unzufrieden waren und sich hinterfragt haben. Und dort eben unterstützen, das ist so meine Mission. Und das Positive ist, wenn das die Führungskraft wirklich eben gut machen kann, oder das Beste machen kann, daraus, dass man mit Sicherheit auch führen kann, so ein Gespräch, dann nachher profitieren eigentlich alle davon. Und wie viele Tage oder Wochen oder Monate im Voraus fängt die Zusammenarbeit mit dir an? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also die meisten kommen, wenn sie es mal, jetzt hätte ich fast gesagt verkackt, aber ja, wenn es wirklich einmal einfach völlig schief gelaufen ist, die Kündigung, und dann wissen sie, jetzt steht dann noch wieder so eine Situation an, oder manchmal halt eine Massenentlassung, je nachdem, oder es kommt so darauf an, wie die Situation ist, und dann holen sie sich die Unterstützung. Das ist eigentlich so das Normale. Die wenigsten tun, das ist noch spannend, die wenigsten tun sich wie von Grund auf, bevor sie es überhaupt zum ersten Mal machen, darauf vorbereiten. Die meisten haben dann mal wirklich eine schwierige Situation erlebt, vielleicht sogar einen Arbeitsrechtsfall oder jemanden, wo das emotional so mitgenommen hat, dass sie wirklich dann ja, gehadert haben, so, die Führungskräfte kommen auf mich zu. Und natürlich auch HR-Leute, also ja, Mitarbeiter aus den Personalabteilungen, die den Prozess und Begleitung der Führungskräfte eben wirklich optimal gestalten. Wie ist denn das, wenn du merkst, dass sie noch eine psychologische oder sonst noch eine andere therapeutische Massnahme bräuchten? Ja, also dann tue ich natürlich weiterverweisen, weil ich bin ja keine ausgebildete Psychologin, oder ich kann aus der HR oder aus der Führungsrolle heraus kann ich begleiten und ich kann wie unterstützen die drei Themen, weil es braucht immer drei Themen in einer fairen Kündigung, nämlich das Menschliche, das Rechtliche und das Wirtschaftliche zu verbinden. Die kann ich wie unterstützen und dann auch im Nachhinein, oder wie schauen, wie ist jetzt die Situation, was kann man jetzt noch machen oder das auch auffangen. Aber aus Führungssicht, aus Unternehmenssicht geht es immer darum, dass man rechtlich, oder man muss, ich meine, man untersteht am Gesetz, also das heisst, die Kündigung muss immer rechtlich korrekt ablaufen, dann muss man auch schauen, dass man die Kosten wirklich im Griff hat, weil eine Kündigung, die zu einem Arbeitsrechtsfall wird, kann sehr teuer sein. Und gerade in einem kleinen Unternehmen kann das nachher eine so riesige Konsequenz haben, dass man vielleicht mit der Liquidität oder so wirklich Mühe bekommt. Oder? Also dort kann ich wie noch schauen oder unterstützen. Und das Dritte ist dann natürlich eben das Menschliche auch, dass ich kann wie aufzeigen, dass es halt eigentlich einfach dazu gehört und dass es eben richtig und wichtig ist, dass man das mit Klarheit macht und wirklich ausspricht und dass die Emotionen, die man nachher hat, auch korrekt oder richtig sind, weil es gibt keine falschen Emotionen und dass ich, dann kann ich wieder die Unterstützung geben. Aber wenn es dann wirklich therapeutisch braucht, wenn jemand so in ein Loch hineingeht, weil er oder sie eben Kündigungen so aus dem Ruder geraten ist, dann tue ich weiterverweisen, weil das bin keine Psychologin. Danke, Claudia. Und ich denke, du bist da ganz eine grosse Unterstützung. Und wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei Claudia. Du siehst alle Koordinaten unten beschrieben. Jawohl, vielen Dank dir, Manuela, fürs Gespräch.